Ich sage immer, dass es eigentlich keine guten oder schlechten Geschichten gibt, weil das Gute und Schlechte in einer Geschichte gehören doch zusammen, oder nicht? Hab dich. Heute hast du aber lang gebraucht. Ja, ich war aber schneller als sonst, aber diesmal hast du dich auch gut versteckt. Hab gewonnen, vielleicht muss die mal zum Augenarzt. Ja, wahrscheinlich. Was hast du da? Da habe ich mich wahrscheinlich voll gemalt, als ich dein Geschenk vorbereitet habe. Was? Ein Geschenk für mich? Ja, für morgen. Cool. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir holen da andere Farbe und übermalen das. Und du hilfst mir, weil du eh viel besser malen kannst als ich. Und dann müssen wir los in die Schule, okay? Okay. So, kleiner Mann. Also, du nimmst da jetzt ein bisschen Farbe. Und die trägst du auf. Okay, gut. Jetzt geh und zieh deine Schuhe an. Vorsicht! Na gut, dann los, kleiner Mann! Okay. Ich weiß noch, unser Schulweg führte jeden Tag durch ein schlimmes Viertel. Daher gingen wir immer gemeinsam. Erst in der Schule ging jeder seinen Weg und erledigte das, was eben so zu machen war. So, jetzt beeil dich, du bist doch eh schon viel zu spät dran. Hopp, hopp, hopp! Obwohl die Gegend eigentlich nicht die beste war, sollte ich trotzdem immer auf dem Spielplatz warten, dass wir später gemeinsam heimgehen konnten. Verpiss dich jetzt, okay? Sag dir nur einmal. Na los. Verpiss dich jetzt. Allerdings versuchte ich nicht eine Minute länger in dieser Gegend zu bleiben, als ich musste. Deswegen habe ich eher selten das gemacht, was mir gesagt wurde, und bin sofort nach Hause. Weißt du was, weil ich ja so gut erinnere? Ja, halt's Maul. Nerven sich, wo ist deine Schwester? Hörst du schlecht? Ich hab dich was gefragt. Die kommt später, weil die hat gesagt, dass sie noch was erledigen musste. Ran mit dem Scheiß hier weg. Räum den Scheiß jetzt endlich da weg! Natürlich gab es manchmal Ärger zwischen uns, wenn ich nicht wie abgemacht am Spielplatz gewartet hatte. Aber mal ehrlich, ich hatte keine Lust, mich verprügeln zu lassen. Hey, du solltest doch draußen warten! Da waren andere Kinder, mir war kalt und ich hatte Angst. Und Papa ist weiter, er ist ganz komisch, aber ich habe nichts von der Überraschungsparty gesagt. Okay, wir spielen jetzt Verstecken. Ich muss mit dem Papa nochmal was besprechen. Du setzt dir die Kopfhörer auf und versteckst dich. Du willst doch nicht deine Überraschungsparty verderben, okay? Aber ich habe keine Lust, schon wieder Verstecken zu spielen. Komm schon, das will ich wieder. Ja, ich setze die blöden Kopfhörer schon auf. Aber nicht schummeln! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht,
schmutzige Stück, wo warst du? Ich habe von all dem nicht einen einzigen Laut mitbekommen. Ich saß mit meinen Kopfhörern und lauter Musik in meinem Versteck und wartete, bis dieses langweilige Spiel zu Ende war. Das war meine Routine. Was du überhaupt für Spezies? Jeden Tag. Wir haben nie darüber gesprochen und so wusste ich von nichts. Es geschah einfach zwischen Alltag und Leben. Unsere Normalität. Danach haben wir meistens zusammen gemalt. Und anschließend bin ich schlafen gegangen. Wie auch am Tag vor meinem 8. Geburtstag. Du, jetzt wird's aber Zeit zu schlafen. Morgen ist ein großer Tag, da wirst du schon 8 Jahre. Papa, weißt du, was heute für ein Tag ist? Sehe ich so aus, wie wenn es mich interessiert? Aber heute ist doch mein Geburtstag. Wo ist meine Schwester? Ihre Jacke hängt da. Die Schlampe macht sich nützlich und holt mir Kippen von der Tanke. Und Jacken haben in der Küche nichts verloren. Räum den Müll hier weg. Als jeder nach der Schule seinen Weg ging, konnte ich nicht ahnen, dass damit auch einmal die Polizei gemeint war. Diese hässliche! Dieses kleine, unscheinbare Papier, was in diesem Moment aus der Jacke fiel, war eine Anzeige wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. Fast. Hey, es ist geschafft, dass du mich rumkriegst. Aber auch noch fast. Als nach ungefähr 20 Minuten die ganze Wohnung still war, beschloss ich nachzusehen, was geschehen ist.
ein Fehler. Das erste Mal, dass ich nicht Verstecken gespielt hatte. Und das erste Mal, dass er mich bekommen hat. So, Polizei ist da, hallo. Da ist doch jemand verletzt, oder? Das, was kurz darauf geschah, kann man sich denken. Laufen weg. Bleiben Sie ruhig. Das sind meine Kinder. Könnte man das wegnehmen? Sie brauchen mich. Der Mut, zur Polizei zu gehen, war meine Rettung. Was ist mit meinem Bruder? Dein Bruder geht soweit gut. Das Jugendamt ist da und das kümmert sich um ihn. Das war auch das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Alles Gute, kleiner Mann. Okay, es geht los. Ich denke, manche Wunden verheilen einfach nie. Und selbst nach Jahren ist die Erinnerung so schmerzlich wie an dem Tag, als sie entstand. Und jetzt habe ich dich gefunden. Hat eine Weile gedauert, tut mir auch leid, meine Pflegeeltern hauptsächlich. Ich habe mir gedacht, weil wir ja nicht wirklich meinen 8. Geburtstag damals feiern konnten und ich dich seitdem nicht mehr gesehen habe, holen wir das nach. Ich habe sogar Sekt dabei. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber vielleicht schmeckt er ja dir. Also dann. Auf meinen 8. Geburtstag. Du hast dir an einem Freitag das Leben genommen. Ich bin eigentlich heute hier, um dir zu danken. Für alles. Ich Idiot. Ich war sogar eine Zeit lang sauer auf dich, weil du weg warst. Ich dich einfach nicht mehr gesehen habe. All die Regeln und die Spiele, die nervigen, ich hab's nicht verstanden. Dabei hast du nur auf mich aufgepasst. Du hast mich immer beschützt. Und ich hab's nicht verstanden. So. Ich glaub, dann lasse ich dich jetzt mal allein. Ich hoffe, es ist schön, da wo du jetzt bist. Man sollte meinen, es wäre falsch, dir nochmal diese Geschichte zu erzählen, weil sie doch an grenzenlosen Schmerz erinnert, als es eigentlich Freude hätte sein sollen, weil sie voll grenzenloser Gewalt steckt. Wo es doch grenzenloses Glück in einer Familie sein müsste.
Aber wie so oft ist das einfach eine Sache des Blickwinkels, welche Grenzen man überschritten sieht. Ich habe dir diese Geschichte noch einmal erzählt, weil sie für mich von grenzenloser Liebe zwischen Geschwistern, grenzenlosem Vertrauen und grenzenloser Aufopferung handelt. Und dass ich es so sehe, ist allein deinetwegen. In ewiger Dankbarkeit.